Huhu, ihr Lieben da draußen, hier ist mal wieder die Andrea vom Liebeskartenblick von andreawirk.com. Heute wieder mit einem Auswahlorakel, weil Sonntag ist und das Auswahlorakel ist zeitlos und es kann jeder mitmachen, der mitmachen will, egal in welcher Situation er erstmal ist. Ja? Heute haben wir das Thema, ist da in Klammern noch Liebe? Ist da Liebe in deiner Liebesgeschichte? Das wollen wir mal wieder abfragen. Manchmal weiß man ja nicht, was so in der Liebesgeschichte los ist. Und heute fragen wir ab, ist da Liebe? Ist da noch Liebe vielleicht auch? Ja, je nachdem, in welcher Situation du bist. Okay, das ist eigentlich schon alles. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Heute habe ich wieder drei sehr unterschiedliche Decks und Tarot-Decks. Und zwar im ersten Stapel, da habe ich die Verpackung in den anderen jetzt nicht mehr, habe ich das Squid Cake Marseille Tarot, im zweiten haben wir das Mystic Mac Tarot und im dritten das Kawaii Tarot. Es gibt noch ein anderes, aber das ist das, was schon länger aufgelegt wurde, schon etwas älter. Genau. 1, 2 oder 3, du darfst dich jetzt entscheiden, welchen Stapel du gerne aussuchen möchtest. Und währenddessen sage ich wie immer meinen Sermon, und zwar, dass unter dem Video eine Textbox ist. In dieser Textbox habe ich die Zeitmarkierungen zu den einzelnen Stapeln, dass du da hinswitchen kannst. Und ich habe auch die Decks vermerkt. Ja, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an und gucken mal, was da los ist mit der Liebe in deiner Liebesgeschichte. Ihr Lieben, vom ersten Stapel mit dem Squid Cake Marseille Tarot. Das war jetzt mal Fragen, wie das so ist mit der Liebe in deiner Liebesgeschichte. Ist da Liebe? Ist da noch Liebe? Was ist da los? Das wollen wir heute mal abfragen. Du bringst jetzt einfach deine Liebesgeschichte rein. Kannst auch eine normale Geschichte, also es muss jetzt keine romantische Liebesgeschichte sein. Du kannst auch was anderes reinbringen, was mit Liebe und Geschichte zu tun hat. Es liegt an dir. Wichtig ist, dass du genau hineinspürst, ob das dann auch wirklich die Energie von deiner Liebesgeschichte ist. Und sollte es nicht so sein, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Das haben allgemeine Legungen so an sich. So, wir können heute... Naja, ich lasse es so. Ich weiß ja nicht, was ich näher noch für Karten lege. Vielleicht lege ich größere Karten. Also, wir haben hier in der Mitte die 7 der Münzen. Wir haben in der Vergangenheit die Königin der Stäbe, hier unten versteckt, die 2 der Kelche, also Liebe ist auf alle Fälle da, würde ich sagen. Der Narr ist im energetischen Feld. In der Herausforderung haben wir die 6 der Schwerter, interessant, hier möchten neue Wege gegangen werden. Die 9 der Schwerter ist ja so ein bisschen der Weg, also ne, so mehr oder weniger. Und das Ergebnis ist die 8 der Schwerter. Beziehungsweise der Schlüssel. Ne? Das, was zu tun ist, vielleicht auch noch zusätzlich. Links und rechts haben wir die 9 der Stäbe und die 5 der Stäbe. Und das ist immer auch so ein bisschen die Qualität der Liebesgeschichte. Und das habe ich mir schon gedacht, als ich die Karten jetzt so aufgedeckt habe. Also in dieser Liebesgeschichte ist, also hier geht es um eine Liebesgeschichte. Ah nee, die 9, habe ich 9 oder 7 gesagt? 9 der Stäbe und 5 der Stäbe, genau. Hier ist eine Liebesgeschichte, da ist schon Liebe, aber die Liebe wird, glaube ich, nicht gezeigt. Hier ist ganz viel Feuer, hier ist ganz viel Leidenschaft, aber auch ganz viel Neid oder ganz viel Herausforderung oder auch... ja, das Ganze auch zu leben. Also hier ist eine Riesenherausforderung, die Liebe auch zu zeigen innerhalb von der Liebesgeschichte und die Liebe auch zu leben, habe ich den Eindruck. Und das ist im Prinzip die ganze Legung, aber auch der Stand der Dinge. Ja, also es kann jetzt wie immer eine Liebesgeschichte sein, wo man vielleicht noch gar nicht zusammen ist, wo man sich gesehen hat oder keine Ahnung. Oder aber auch eine Beziehung sein, ja, wo man einfach... wo vielleicht auch Diskussionen sind und Konflikte und wo man dann eben die Liebe nicht mehr zeigen kann. Also hier wird die Liebe auf alle Fälle nicht gezeigt. Und es ist trotzdem eine sehr feurige Liebesgeschichte. Hier, ne, der Stand der Dinge. Und
Die mittlere Karte ist ja auch wichtig und die sagt mir, hier ist, und hier unten ganz versteckt ist eben diese Begegnung auf Liebesebene, ja. Und die haben ja sogar auch noch zwei Geister, ja. Das ist so ein bisschen, das spukt so wie ein Geist in der Liebesgeschichte herum, aber es wird nicht gelebt. Und es möchte jetzt eigentlich wachsen und gelebt werden und gezeigt werden, dass da Liebe ist, ja. In der Vergangenheit war auch ganz viel Leidenschaft mit der Königin der Stäbe. Vielleicht war es so, dass ihr erstmal auf der sexuellen Ebene euch getroffen habt. Ja, kann auch sein, passiert ja oft, ne, dass man eigentlich so den erstmal nur den körperlichen Austausch hat und vielleicht auch so verbleibt, dass man nur mit dem körperlichen Austausch weitermacht oder gar nicht mehr weitermacht, aber versteckt ist da doch mehr. Das könnte zum Beispiel sein, oder aber, dass am Anfang wirklich einer von euch beiden sehr feurig war und auf den anderen zugegangen ist, oder das ist vielleicht auch der Mensch, der in dein Leben gekommen ist oder in deinem Leben ist, und der ist eben auch eher feurig, aber auch wässrig, ja, also Feuer und Wasser. Also sehr gefühlvoll und sehr sensibel, aber auf der anderen Seite eben auch ein kraftvoller, feuriger Mensch, der eigentlich auch in die Umsetzung geht, ja. Das kannst jetzt aber auch du sein, aber ich glaube eher, das ist der Mensch, der in dein Leben gekommen ist, um den geht es, ja. Aber das Feuer, was ihr so lebt im Moment, ist eigentlich mehr so ein Feuer des, wer ist der Stärkere? Ja, hier geht es um so eine Art Kräftemessen, ja, so ein subtiles Kräftemessen, und oder es geht um eine sexuelle Ebene. Ja, kann auch sein. So, und die Karten sagen jetzt, es ist wirklich hier auch mit der Sex, also wenn ihr jetzt nicht euch öffnet und einfach mal euch fallen lasst, das ist nämlich im Raum hier mit dem Narren, ja, der Narr ist ja eine Energie, der geht einfach drauf los, der hat das Urvertrauen, also hier ist auch kein Urvertrauen, ja, und ihr habt jetzt den Raum, euch wirklich fallen zu lassen in diese Liebesgeschichte hinein, auch in die Liebe. Weg von diesen äußeren Blockaden und Kämpfen, weil hier sind Blockaden mit der 9 der Schwerter und der 8 der Schwerter, ja, und da darf man rausgehen. Und das sind Blockaden, die mit Glaubensmustern zu tun haben. Ja, da engt man sich selber ein. Ja. Und der Weg ist eben mit der 6 der Schwerter, und das ist eine Riesenherausforderung, sagen wir es mal so, das ist eine Riesenherausforderung jetzt. Sich wirklich auf diesen Weg zu machen. Das ist eine Riesenherausforderung, sich da fallen zu lassen und sich zu öffnen, die Perspektive zu öffnen, raus aus dem, was man kennt. Hier möchte irgendwas gelebt werden, was out of the box ist, out of deiner Box oder out of der Box von und oder out of der Box von deinem Gegenüber. Wobei dein Gegenüber könnte ich mir sogar vorstellen, mit der Königin der Stäbe, dass er etwas offensiver ist, aber es kann sein, dass er offensiv ist und trotzdem nicht alles öffnet, ne? Nämlich hier das Gefühl, ja. Ja, das ist eigentlich so die Legung. Das Ergebnis und der Weg ist, oder der Schlüssel ist eigentlich wirklich, sich aus dieser Enge der Gedanken und des Kopfkinos und des Gefühlskinos und der Glaubensmuster rauszubewegen und sich wirklich fallen zu lassen in die Liebe, die da ist. Weil die möchte wachsen hier. Die möchte geerntet werden. Ja, und sich der Herausforderung stellen, sich auch zu öffnen, geistig zu öffnen, die Perspektive zu öffnen und sich dann eben auch auf einen ganz neuen Weg zu gehen, wo man einfach nicht weiß, wo es hingeht. Und das Feuer zu nehmen und es nicht destruktiv zu verwenden, sondern konstruktiv, ja. Hier kann eine ganz tolle Liebesgeschichte entstehen mit so viel Feuer und der Liebe, das kann richtig gut werden, ja. Und dem Narren hier, der ja ganz außergewöhnliche Ge Wege geht. Ja, und das kann auch in der Materie, ist es auch schon gefestigt. Es ist eigentlich in der Materie auch schon gefestigt. Aber es möchte noch wachsen. Es ist so wie so ein Samen, der schon da ist, aber es ist halt noch, wo soll es hinwachsen, wenn beide Parteien sich nicht öffnen? Hier ist eine Herzöffnung angesagt. Dann ist auch, also Liebe ist da, auf alle Fälle. Genau, sowas legen wir jetzt noch. Also, ich habe jetzt hier die Lenormand-Würfel, die passen hier auch ganz gut von der Energie her. Mal gucken, was wir hier. Ach, zwei sind wieder aufs Hundebett gefallen. Muss ich mal holen.
Also die zwei, die runtergefallen ist, die lagen so auf dieser Höhe, halt weiter weg. Ne? Die habe ich jetzt einfach mal hier so hingelegt. Und der einzige Würfel, der auf eine Karte gefallen ist, und zwar auf die Königin der Stäbe, ist der Hund. Und das ist spannend, weil das ist ja die Vergangenheit. Also hier ist auf alle Fälle ein Mensch, der loyal ist, der absolut loyal ist und der auch Liebe für dich empfindet und der treu ist und der ja, eben das, was ein Hund ist, ja. Und das möchte eigentlich auch, der empfindet auch Liebe für dich, ja. Also hier ist ein, wir haben ja auch den Mann, der ist ja ganz weit weggefallen, ja. Und der Mann ist jetzt, weil ich ja eine Frau bin, in dem Fall das Gegenüber, so habe ich das bei Liebeslegung immer definiert. Aber der ist ganz weit weggefallen. Das heißt, im Prinzip ist ein Mensch, also der Gegenüber in deiner Liebesgeschichte drin, aber auch wiederum nicht. Er ist als Freund vielleicht drin oder als, es muss jetzt nicht unbedingt ein Freund sein, aber er ist in deiner Liebesgeschichte in irgendeiner Weise involviert, vielleicht auch als jemanden, der, den du kennst und der, wo es einfach, wenn ihr euch trefft, schön ist, ja, und aber er ist noch nicht wirklich als dein Partner in der Legung. Also vielleicht ist es tatsächlich auch noch nicht wirklich eine Partnerschaft, die hier gelebt wird. Oder es ist schon zu Ende schon wieder. Weil wir haben ja auch die Sense gehabt. Die lag jetzt zwar ziemlich weiter weg, die lagen von Entfernung so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier wird immer wieder der Gegenüber weggecuttet, weil man Angst hat, verletzt zu werden. Vielleicht hat aber auch der Gegenüber Angst, verletzt zu werden und kommt gar nicht in die Legung rein, also in die Geschichte, ja. Hier haben wir relativ nah dran, deswegen nehme ich es noch mit in die Legung. Da haben wir die Wege. Und das ist auch immer eine Entscheidung. Welchen Weg gehe ich? Und hier ist wirklich, also der Rat der Karten ist wirklich, hier ist eine Herzöffnung angesagt, weil Liebe ist in dieser Geschichte drin. Wir haben hier noch den Reiter und das Kreuz. Das sind auch wieder zwei gegensätzliche Energien, die so hier bei diesen ganzen Konfliktkarten mehr oder weniger liegen. Das Kreuz ist die Herausforderung und es ist eine Riesenherausforderung, sich in diese Liebesgeschichte wirklich reinzubewegen, in die Bewegung zu gehen, mit dem anderen, auf den anderen zuzugehen. Und das ist beidseitig, habe ich das Gefühl, ja. Also hier liegt eine große Entscheidung an, also die Entscheidung hier mit den zwei der Kelchen könnten direkt jetzt auch die Karte der Liebenden sein, ja, weil die Liebenden sind ja auch immer eine Entscheidung, eine Herzentscheidung. Also hier liegt wirklich eine Entscheidung an, sein Herz zu öffnen und sich wirklich auch neue Wege zu gehen und sich fallen zu lassen, rauszugehen aus der Enge der Glaubensmuster und der Ängste. Hier sind noch große Ängste und hier ist kein Urvertrauen, hier ist kein Vertrauen. Beidseitig, würde ich mal sagen. Aber Liebe ist da. Liebe ist auf alle Fälle da, aber eben sehr unterschwellig. Ja, und es ist auch die Chance da, das Ganze ins Wachsen und ins Blühen zu bringen. Aber dazu gilt es, wie gesagt, sich ganz neuen Wegen zu öffnen und sich auch zu trauen, diesen Weg zu gehen und an sich zu glauben und an die Liebesgeschichte zu glauben. Ja, okay. Und das Feuer nicht destruktiv zu nutzen, also kämpferisch oder abwehrend, sondern konstruktiv. Dann wird es ja eine super geile Sache. Und keine Angst vor Verletzungen haben. Und wenn du Angst hast vor Verletzungen, dann schau dir an, warum. Dann ist da noch irgendwas, was dir in der Vergangenheit passiert ist, was du vielleicht noch nicht bearbeitet hast, was noch nicht weg ist. Ja, okay. Das ist die Legung, aber es könnte auch sein, dass eben der Mann, also der Gegenüber, eine Verletzung hat. Oder du, ja, kann auch sein, beidseitig. Ne? Okay. Spür hinein, ob das die Energie von deiner Liebesgeschichte ist. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn ich dich hier mit den Karten dann unterstützen konnte. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Falls du eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Yeah!
Ja, ich danke dir, dass du hier dran teilgenommen hast und wünsche dir ganz viel Liebe und alles Liebe und ganz viel Glück. Tschüss. Ihr Lieben, vom zweiten Stapel mit dem Mystic Mac Tarot, was wir jetzt mal fragen, wie das mit der Liebe ist in deiner Liebesgeschichte. Yeah. Du bringst jetzt bitte deine Liebesgeschichte rein, wenn du magst, und solltest dann genau hineinspüren, ob das auch die Energie von deiner Liebesgeschichte ist. Und wenn das nicht so sein sollte, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Das haben allgemeine Legungen so an sich. Du kannst jetzt mitmachen, egal in welcher Situation du bist, ja. Ne, das ist immer, wir gucken sowieso nach, also wenn es eine eingeschränkte Situation ist, also wenn es sich zum Beispiel jetzt nur um Paare handelt oder um, keine Ahnung, ich muss hier irgendwie noch ein Stück höher, dann würde ich das natürlich auch in der Legung noch sagen. Genau. Okay. Wir haben in der Mitte den Feuerkönig. Hier ist auf alle Fälle Leidenschaft. In der Vergangenheit haben wir die Wasserkönigin. Das ist ja interessant. Also Leidenschaft und Gefühl wird auf alle Fälle angezeigt. Wir haben auch hier den Narren, der hier das Beginning ist, also der Anfang, das versteckt. Wir haben die Fünf des Wassers im energetischen Feld von der Liebesgeschichte. Wir haben als Herausforderung die Hohepriesterin. Also hier geht es, glaube ich, mehr um Anfänge von Liebesgeschichten. Die Neun der Erde ist das der Weg und der Schlüssel, das Ergebnis ist die Drei der Erde. Und wir haben hier noch den Rahmen, der so ein bisschen auch die Liebesgeschichte widerspiegelt, wie sie gerade ist. Wir haben die Sechs der Erde und die Zehn der Luft. Puh, also ich glaube, da hier alles positiv ist, geht es hier jetzt nicht um das Ende einer Liebesgeschichte. Mit der Zehn der Luft geht es um den Anfang einer Liebesgeschichte. Ja. Aber es ist so, dass die Parteien, die in der Liebesgeschichte sind, also du und dein Gegenüber, dass da noch irgendwas noch nicht beendet ist. Also von dem jeweiligen Gegenüber oder von dir, da ist noch irgendwas noch nicht so ganz zu Ende. Und deswegen ist es auch schwierig, komplett in die Liebesgeschichte reinzugehen. Und hier ist aber eine Augenhöhe. Hier ist eine absolute Augenhöhe in der Liebesgeschichte. Ja, das heißt, wir haben hier eine Liebesgeschichte, wo Augenhöhe ist, wo man sich vielleicht getroffen hat und wo man gemerkt hat, hier ist man auf der Wellenlänge miteinander, aber einer von euch beiden oder ihr beide habt irgendwas in eurem Leben noch nicht beendet, was wichtig wäre zu beenden, damit man komplett in die Liebesgeschichte reingehen kann. Das kann sein, dass da noch eine alte Beziehung ist oder dass man eine alte Beziehung noch nicht richtig aufgearbeitet hat oder nur noch an einem alten Partner festhängt oder keine Ahnung oder an einem Ex oder einer Ex oder wie auch immer. Ja, hier ist noch was nicht beendet, aber gleichzeitig sagt die Karte, diese Verbindung, die du mit diesem Menschen hast oder die Liebesgeschichte möchte beginnen. Ja. Weil hier Augenhöhe angesagt ist. So, das ist der Stand. In der Vergangenheit haben wir die Wasserkönigin, die mir sagt, in der Vergangenheit habt ihr euch wahrscheinlich getroffen und da ist ganz viel geflossen. Vielleicht ist das auch der Mensch, ja. Vielleicht sind das sogar beides hier die Menschen, ein Mensch, der beides beinhaltet, Wasser und Feuer. Oder es bezieht sich auf eure Liebesgeschichte. Hier ist auf alle Fälle ganz viel Gefühl. Hier sind Gefühle und die möchten auch gelebt werden hier mit dem König des Feuers. Ich würde fast sagen, hier ist ganz viel Gefühl und Leidenschaft. Aber, also Liebe ist auf alle Fälle da, Liebe und Leidenschaft. Aber hier wird es nicht, auch hier wird es nicht wirklich gelebt, aber es möchte gelebt werden mit dem König des Feuers. Der Narr hier unten versteckt, sagt mir, dass es nicht gelebt wird, dass man Angst hat, in diese Liebesgeschichte reinzugehen, sich mit diesem Menschen zu ver also in der Realität, in der irdischen Welt wirklich auch zu verbinden, ja, auf ihn zuzugehen und ein Paar zu werden, ja. Das Feld
wahrscheinlich sogar beiden Parteien schwer, weil wir reden jetzt hier von der Liebesgeschichte oder einer Partei. Ja. Wir haben im energetischen Feld die Fünf des Wassers, was auch hier sagt, hier ist noch was Altes nicht zu Ende. Auf der emotionalen Ebene, aber auch eben mit der Zehn der Luft Glaubensmusterebene. Ja, vielleicht hängt man emotional noch in irgendwas Altem drin und glaubt deswegen für diese Liebesgeschichte nicht gut genug zu sein. Und das Glaubensmuster darf jetzt gehen und man darf sich jetzt der Liebesgeschichte öffnen. Sowas könnte es sein. Kann natürlich auch was anderes sein, das war jetzt nur ein Beispiel. Aber im Feld ist wirklich noch was Altes und es möchte was Neues gelebt werden. Ja, das kann dich jetzt betreffen, das kann dein Partner, dein Gegenüber betreffen, das kann aber auch euch beide auch betreffen, weil das ist die Energie in der Liebesgeschichte. Und es möchte aber mit dem fünften Brunnen, das sind hier Brunnen, möchte es aber gelebt werden. Also diese Liebesgeschichte möchte wirklich gelebt werden, weil da wirklich ganz tiefe Gefühle sind und weil da Augenhöhe ist. Und die Herausforderung ist, sich dieser Gefühle jetzt auch zu stellen mit der Hohepriesterin. Ja, man spürt, da ist was, aber man stellt sich nicht. Das ist noch wie ein Geheimnis. Man denkt noch, das ist eine Illusion hier mit dem Mond. Ja, der Mond ist auch immer wie eine Illusion. Eigentlich ist es aber auch die Fische. Nee, hier ist nur der Mond angezeigt und das Wasser. Also man spürt den anderen auf alle Fälle beidseitig sehr, sehr tief, sehr, sehr stark. Da sind starke Gefühle, aber sie werden nicht mitgeteilt. Das ist für beide Parteien, wenn du jetzt zum Beispiel auf dein Gegenüber triffst, ist das wie ein Mysterium. Du kannst ihn nicht auslesen. Also er signalisiert dir vielleicht was ganz anderes, als er wirklich fühlt. Genauso kann dich dein Gegenüber wahrscheinlich nicht auslesen. Also lesen, sage ich jetzt mal, weil du auch nichts mitteilst. Weder per Mimik noch per Gestik noch per Worten. Und das ist jetzt die Herausforderung, sich mitzuteilen und das, was man fühlt, auch zu wissen, dass das echt ist, dass das auch in die Realität gelebt werden kann, dass da Gefühle sind, dass da Liebe ist, dass da leidenschaftlich ist und dass das geht hier mit der Neun der Erde. Das Ganze möchte in die irdische Welt gewebt werden. Das ist der nächste Schritt, das in die irdische Welt zu weben. Und das dann gemeinsam in der irdischen Welt so zu leben, dass was Schönes, Neues entstehen kann. Hier haben wir das Paar und das Paar möchte zusammenkommen, also beide möchte zusammenkommen im Irdischen, in der Realität und da möchte was zusammen entstehen, ja, mit dem Dritten. Also hier ist auf alle Fälle auch Liebe, die aber sehr verheimlicht wird, wo noch ein ganz dickes Ding ist, auf den anderen zuzugehen und deswegen glaube ich, dass hier 90% wirklich Anfänge gemeint sind von Liebesgeschichten und nicht Paarbeziehungen, sondern Anfänge, vielleicht aber auch, ja, doch Anfänge. Aber wenn du jetzt in einer Paarbeziehung bist und hast das Gefühl, dass das doch deine Liebesgeschichte ist, dann kannst du sie natürlich mitnehmen, ja. Aber hier wird, wie gesagt, nicht gezeigt, hier wird weder Leidenschaft noch Gefühl gezeigt, das wird bei sich behalten und der andere kann es gar nicht greifen. Man kann sich gegenseitig nicht greifen. Ja, und das ist die Geschichte hier. So, was legen wir jetzt? Wir legen hier die Radiant Sun Oracle Cards von der gleichen Autorin, die das Tarotdeck hier auch gemacht hat, und fragen die mal, ob es hier noch einen Input gibt. Gibt es hier noch einen Input, Babes? Nö. Bin so ein bisschen dünn. Die wollte raus. Die wollte raus. Welche will noch raus? Die hier und die hier. Okay. Was haben wir jetzt? Wir haben die Geburt mit der Venus im Krebs. Venus im Krebs ist Geburt. Ja, könnte man so. Ja, das passt jetzt hier gut zum Narren eigentlich. Und das passt auch zu der Vergangenheit und zu der jetzigen Situation, weil hier ist Augenhöhe, hier ist Gefühl und das möchte jetzt auch geboren werden, gelebt werden hier mit dem Narren, ja? Und mit der Venus im Krebs möchte das wirklich auch, die Gefühle möchten auch in eine Beziehung gelebt werden, ja? Venus ist ja auch kann auch Beziehung bedeuten. Ich muss gleich niesen, Leute, Moment. Ich musste mal kurz stoppen. Sieht man überhaupt noch was? Ja. Wir haben hier den, was ist denn das hier? Den der Saturn in der Waage.
Jetzt weiß ich wieder nicht, was Devotion heißt. Ist auch egal. Saturn in der Waage sagt mir, dass man hier aber noch blockiert ist. Und das liegt genau hier, wo die Blockade ist. Nämlich das, die Harmonie und die Beziehung und die Verbindung kann gar nicht gelebt werden, weil hier noch eine Blockade ist. Und es ist jetzt ganz wichtig, das Wesentliche daraus zu erkennen und sich aufzumachen und sich zu fokussieren und aus dem Alten rauszuschälen, ja. Sagt, ist auch der Saturn letztendlich. Der ist geradlinig, ja. Sich wirklich auch um das Alte, was hier noch einen festhält, um sich darum zu kümmern. Ja, okay, was haben wir hier? Denn, wie heißt er denn jetzt? Der Merkur im Steinbock. Organisation steht hier. Merkur im Steinbock ist eine ganz klare Denkweise. Ist eine ganz klare Kommunikation, eine ganz zielgerichtete Kommunikation. Und das liegt bei der, wie heißt denn das, Hohepriesterin. Das heißt, ihr dürft jetzt wirklich auch eure Gefühle mal zeigen. Ihr dürft es kommunizieren. Ihr dürft es rausbringen. Und zwar konzentriert, also organisiert steht hier jetzt eher. Aber wirklich euch selber mal ein bisschen organisieren innerlich, ein bisschen aufräumen und dann kommunizieren, was tatsächlich los ist, ja? Und was haben wir hier noch? Wir haben den Mond im Wassermann. Der Mond im Wassermann ist natürlich auch eine Energie, da geht es darum, hier steht Independence, ja, dass man unabhängig sein möchte. Vielleicht habt ihr auch jeweils die Angst, dass ihr euch zu sehr verlieren könnt, was hier übrigens auch Devotion, glaube ich, bedeuten kann. Aber das liegt ja jetzt hier, oder vielleicht war das in der Vergangenheit ein Thema, weil das liegt ja hier auch noch beim Abschied. Vielleicht habt ihr Angst, ihr könntet nicht eure Originalität behalten, wenn ihr euch, weil euch ist es wichtig mit dem Mond im Wassermann, dass ihr zwar Gefühle lebt, aber dass ihr euch nicht einengen lassen wollt, ja. Vielleicht ist das ein Thema in eurer Verbindung, bei dir oder auch bei deinem Gegenüber. Oder vielleicht ist es bei euch beiden Thema. Das wäre natürlich geil, weil ihr seid ja eigentlich auf Augenhöhe. Und dann könnt ihr das auch kommunizieren und dann könnt ihr auch eure Verbindung so leben, dass jeder auch seine Freiheit hat. Ja, also seine Freiheit im Sinne, dass man sich nicht, dass der andere, der man sich nicht gegenseitig einengt und einschränkt. Weil das scheint hier ein Thema zu sein in der Verbindung. Dass man nicht eingeengt und eingeschränkt werden möchte. Ja, kann natürlich auch sein, dass das ein Thema in der Vergangenheit war. Ja, aber ich glaube eher, auch weil wir hier die drei der Erde haben, ist es noch an, weil es ist schon wieder so heiß, ich muss immer mal auf die Kamera gucken, dass es so ist, dass ihr zwei Parteien seid, die was Gemeinsames neu starten wollen, aber trotzdem zwei Parteien bleiben. Ja, also hier geht es darum, die Individualität zu behalten. Und das ist euch beiden scheinbar wichtig und das könnt ihr auch kommunizieren. Vielleicht fangt ihr einfach da an, weil das scheint in der Vergangenheit ein Thema gewesen zu sein bei euch beiden. Auch hier mit der Devotion, da ist einer, der den anderen eben, sieht man ja hier auch beim Bild, beherrscht sozusagen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Devotion heißt. Da gibt es mehrere Übersetzungen, ja. Auf alle Fälle ist das keine Augenhöhe, ja. Und deswegen hat man Angst, weil man vielleicht in alten Verbindungen nicht auf Augenhöhe war, sich in diese reinzubegeben. Aber ihr seid auf Augenhöhe und wenn ihr das gut handelt, dann kann die Liebe wirklich erblühen in dieser Liebesgeschichte, weil hier ist ganz viel Liebe und auch ganz viel Leidenschaft. Ja, sagen mir diese drei Karten. Puh, so, das war die Legung oder ist die Legung. Spür hinein, ob es deine Legung ist. Wenn ja, freue ich mich natürlich, dass ich dich hiermit unterstützen konnte. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Falls du noch eine private Lesung möchtest oder generell eine Beratung oder auch eine astrologische Beratung in Bezug auf Liebe, dann kannst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Yeah.
Ja, ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Hier geht was, Baby. Lass dich drauf ein. Tschüss, wenn du magst natürlich. Tschüss. Ihr Lieben, vom dritten Stapel mit dem Kawaii-Tarot, was nicht das Kawaii-Tarot ist, was vor einem Jahr oder so rausgekommen ist, sondern ist schon älter. Das fragen wir jetzt mal, wie das mit der Liebe in deiner Liebesgeschichte ist. Ja. Du bringst jetzt bitte deine Liebesgeschichte rein. Solltest dann aber genau hineinspüren, ob das die Energie auch von deiner Liebesgeschichte ist und auch von deinem Gegenüber und von dir. Und wenn es nicht so ist, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Yeah. Und hier kann jeder mitmachen, egal in welcher Situation er erstmal ist. Ja. Und wir checken dann in der Legung ab, ob das dann deine Situation ist oder nicht. Oder du solltest sowieso abchecken, ist es deine Liebesgeschichte oder nicht. Genau. Hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt. So, wie sieht es hier aus? Wir können noch ein Stück hoch, glaube ich. Ich weiß nicht, die Kamera ist ziemlich dunkel. Ich glaube, ich habe die ziemlich dunkel eingestellt. Ich sehe nichts. Okay, wir haben hier in der Mitte, ich glaube, das war in der ersten Legung auch, 7 der Münzen. Wir haben den Teufel in der Vergangenheit. Hier unten versteckt den Pagen der Kelche. Im energetischen Feld das Schicksalsrad. In dem Herausforderung ist der Magier. Der Weg ist der Tod. Oh, wir haben hier ganz schön viele große Arkane und ganz schön krasse. Und das Ergebnis oder auch der Schlüssel ist die 8, die Liebespfeile, die 8 der Stäbe. Und links und rechts, und das ist so ein bisschen die Verbindung auch, wie sie jetzt gerade ist, also die Liebesgeschichte, da haben wir die Justice und die Lovers. Hier, also eure Liebesgeschichte oder deine Liebesgeschichte ist gerade in einer Situation, der, ich sag mal so, der Gerechtigkeit und der Entscheidung, der Herzentscheidung. Hier geht's, also, es könnte sein, dass hier in der Liebesgeschichte Be- und Verurteilungen sind, ja, dass also die Liebesgeschichte oder der Gegenüber nicht gerecht behandelt wird oder man selbst sich nicht gerecht behandelt, weil man sich selbst be- und verurteilt innerhalb von der Liebesgeschichte. Und deswegen traut man sich nicht wirklich in diese Liebesgeschichte reinzugehen. Also auch diese Liebesgeschichte ist hier auch mit der 7 der Münzen noch im Wachstum. Aber hier kann was Wunderbares draus entstehen. Aber es ist noch auch hier würde ich sagen, 90%, 80%, das sind noch Anfänge, ne, einer Liebesgeschichte. Vielleicht ist es aber auch eine bereits bestehende Liebesgeschichte und es geht darum, einfach gerechter mit sich selbst und seinem Gegenüber zu sein und sich dafür zu entscheiden, für die Liebe tatsächlich auch zu entscheiden. Wenn man schon länger zusammen ist, kommt man ja immer mal an einen Punkt, wo man sich dann einfach nochmal neu entscheiden muss. Ne? Bleibt man oder geht man zum Beispiel? Kann auch sein. Und in der Vergangenheit haben wir hier den Teufel. Also hier haben wir eine Energie in der Vergangenheit, die davon spricht, dass hier was ist, was einen auf der einen Seite total anzieht, auf der anderen Seite aber wie was Verbotenes ist. Also hier ist, das kann aber, muss aber nicht so sein, dass es so ist. Es kann sein, dass man denkt, dass es so ist. Ja, vielleicht ist man auf einen Menschen getroffen, wo man glaubt, das ist nicht richtig, den Menschen lieben zu dürfen, weil er vielleicht noch in einer Beziehung ist oder weil er vielleicht älter oder jünger ist oder weil er der Chef ist oder weil er der Rechtsanwalt ist oder man selbst der Rechtsanwalt oder der Chef oder der Arzt ist oder weil man, keine Ahnung, die Kultur nicht stimmt oder hier ist irgendwas, wo man sich die Hände verbrennen kann. Aber nicht wirklich, sondern das ist ein Glaubensmuster. Ne? Das ist wie so eine Versuchung. Also in der Vergangenheit war deine Liebesgeschichte wie eine Versuchung. Deswegen glaube ich auch, dass es noch am Anfang ist. Ja? Oder es ist in der Beziehung passiert, dass was Krasses passiert ist, wie dass man mit einem anderen geflirtet hat oder vielleicht sogar fremdgegangen ist. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich glaube eher, das sind hier Anfänge. So,
Wir haben ja auch eine ganz zarte Liebe, die gelebt werden möchte. Ja, hier ist auf alle Fälle eine ganz zarte Liebe. Und wir haben hier im Ergebnis ja auch die Liebespfeile. Also hier ist auf alle Fälle Liebe, auch mit den Liebenden. In dieser Liebesgeschichte ist Liebe. Aber diese Liebe wird als Versuchung angesehen. Vielleicht hat man auch erst auf der körperlichen Ebene, wie in der zweiten Legung konnte das auch sein, auf der körperlichen Ebene sich ausgetauscht und fühlt mehr und traut sich jetzt nicht komplett auf den anderen zuzugehen, weil man in der Be- und Verurteilung ist, ne, zu sich selbst und dem anderen gegenüber und traut sich nicht, sich zu entscheiden und zu sagen und zu wählen, ja, ich empfinde mehr als nur körperlich für diesen Menschen. Und das ist aber jetzt auch beidseitig, weil das betrifft die Liebesgeschichte. Also das war jetzt ein Beispiel mit dem Körperlichen. Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Versuchungen. Aber hier ist eine zarte Liebe und ein zartes Pflänzchen. Das ist im Jetzt, das möchte wachsen. Und dazu braucht es natürlich Nährstoffe, ne? Die Sonne hier zum Beispiel. Also, und im energetischen Feld der Liebesgeschichte ist auch eine ganz klare Aussage, hier möchte was Neues gestartet werden. Hier möchte eine Veränderung stattfinden. Hier möchte man auf einen neuen Level gehen vielleicht, ja. Aber die Herausforderung ist das wirklich zu tun. Der Magier ist ein willensstarker Mensch. Der hat seine Tools und der macht die Dinger. Und ich habe das Gefühl, man glaubt hier nicht so richtig an die, dass da Liebe ist. Und man glaubt nicht an sich selbst. Man glaubt nicht, dass der Gegenüber vielleicht auch der Richtige ist, in Anführungsstrichen. Ja, also hier ist Hier ist mit dem Teufel und der Justice und so. Und man darf hier vielleicht tatsächlich auch die Glaubensmuster ein Stück weit ändern. Und das sagt auch der Tod, der ist ja auch eine Veränderung. Also wir haben hier eine Entscheidung, eine Veränderung und wir haben den Tod, der im Prinzip eine Transformation auch ist. Ne? Hier möchte was gehen, damit das reinkommen kann, was hier unten eigentlich schon wie so ein kleines Pflänzchen ganz zart blüht, nämlich Liebe. Und ich glaube, hier darf gehen, hier sind ganz starke Be- und Verurteilungen innerhalb von der Liebesgeschichte. Und die können gegen einen selbst sein, gegen den Gegenüber und beides sogar. Ja? Also hier sind ganz krasse Be- und Verurteilungen. Vielleicht, weil man wirklich glaubt, es passt nicht in die Norm. Aber hier möchte eine Veränderung stattfinden, weil hier wächst schon was. Und hier ist Liebe. Hier ist wirklich Liebe. Und es gilt sich ganz klar zu entscheiden. Es ist immer ganz wichtig, dass man sich entscheidet, dass man die Wahl trifft, dass man sagt, ja, ich will. Egal, was vielleicht das Außen dazu sagen könnte. Ich will. Ich will in die Magie gehen. Ich will wirklich komplett da reingehen. Ich werde ständig von den Liebespfeilen getroffen. Ich will jetzt. Ich weiß, dass da Liebe ist. Ich will. Also hier ist ein ganz krasser Wille auch angesagt. Liebe ist da. Kein Thema. Liebe ist da. Im Moment noch sehr zart, aber die kann wachsen. Ja, und die Liebespfeile, nenne ich es jetzt mal einfach. Also hier ist ganz viel Bewegung auch und Magie vor allen Dingen auch. Also vielleicht ist hier auch sogar eine coole sexuelle Ebene, ja, mit dem Teufel. Kann auch sein. Und das darf alles vereint werden. Also hier ist Liebe. Und auch, ich würde mal sagen, Leidenschaft, ja. Und hier ist eine ganz starke Anziehung auf einer magischen Ebene, also ich sag mal so auf der kosmischen Ebene so ein bisschen und aber auch auf der irdischen Ebene. Das ist schon eine interessante Geschichte hier eigentlich. Und deswegen ist man wahrscheinlich auch in der Be- und Verurteilung, weil man anders nicht mit dieser Liebesgeschichte umgehen kann, außer Be- und Ver- zu Be- und Verurteilen. So, jetzt machen wir hier noch die Lennomo-Würfelchen. Habe ich diesmal. Wir haben hier die Sonne. Wow, die Sonne liegt fast auf dieser Sonne von der Karte. Das ist so geil. Wir haben hier die Frau, was der Fragesteller in dem Fall ist. In Liebesgeschichten ist die Frau immer der Fragesteller, egal ob du Mann oder Frau bist. Wir haben die Wege, die nochmal ganz deutlich sagen, hier,
Hier sind wirklich, hier ist eine Entscheidung. Eigentlich müssten die Wege mehr hier liegen. Hier ist eine Entscheidung. Hier darf eine Entscheidung gemacht werden, ja. Wir haben die Fische, die liegen so fast ganz, ja, die liegen hier auf dem Paschen der Kelche und auch auf dem Sieben der Münzen. Hier ist ganz viel Emotionen. Hier sind, ja, hier sind ganz viele Emotionen und wir haben den Brief. Und der Page der Kelche ist auch einer, der, ich habe einen Tarotdeck, da ist der tatsächlich einer, der einen Liebesbrief in der Hand hat. Ja, vielleicht gilt es jetzt wirklich auch mal zu kommunizieren, was da für Gefühle sind. Und sich tatsächlich auch zu entscheiden. Und das Alte wegzuschneiden, nämlich die Ängste. Ja, hier vielleicht eben auch die Angst, nicht richtig zu sein oder das Ganze ist falsch. Hier geht es ja um die Liebesgeschichte. Also vielleicht glaubt man wirklich in der Vergangenheit, hat man wirklich geglaubt, das ist alles hier nicht richtig. Das ist hier eine Verführung, da stimmt was nicht, das passt nicht in mein Leben, das passt nicht in meine Umwelt, das passt nicht, bla 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 bla. Und deswegen hat man mit B- und Verurteilungen angefangen. Und hier unten, was gar nicht mehr in der Liebesgeschichte ist, haben wir den Anker. Der kann jetzt bedeuten, dass man zum einen vielleicht tatsächlich, dass das eine Liebesgeschichte ist, die auf der professionellen Ebene wieder stattfindet oder vielleicht auch in der Arbeit, im Arbeitsbereich. Ja, also dass die Arbeit hier ist und die Liebesgeschichte ist da und man kann es im Moment nicht auf die private Ebene bringen. Es kann aber auch sein und oder, dass man ganz weit entfernt spürt, hier ist eine Festigkeit, hier ist eine Stabilität, aber die Stabilität ist noch nicht in der Liebesgeschichte drin. Sie kann aber, wenn man das zulässt, geschehen, dass es hier eine ganz stabile Geschichte wird, weil die Stabilität ist ja letztendlich auch hier, die Münzen sind ja letztendlich auch Stabilität in der Regel und wir haben ja die Sieben der Münzen, was ja noch ein Pflänzchen ist, das heißt, hier kann wirklich was in was Stabiles, Materielles reinwachsen, nämlich die Liebe, wenn man sich entscheidet und wenn man rausgeht aus der B- und Verurteilung und wenn man die Sonne reinlässt, wenn man es nährt, wenn man, die Sonne ist im Lennemoor übrigens auch, dass etwas ans Tageslicht kommt. Also, dass man sich wirklich entscheidet und dem anderen auch kommuniziert, was man fühlt. Und da wir hier die Frau haben, die ja hier der Fragesteller gerade ist, liegt es vielleicht sogar an dir, auf den anderen zuzugehen und mit ihm zu kommunizieren oder ihm zu schreiben. Das kann jetzt auch WhatsApp oder was weiß ich sein, ja. Und wichtig ist, sich auch zu entscheiden. Also hier ist Liebe. Hier ist auf alle Fälle Liebe. Sie ist ganz klein und zart, weil man sie nicht zulässt, aber sie hat die Möglichkeit, ganz groß und schnell zu werden und auch in eine Paarbeziehung zu kommen, ne? Genau. Das ist die Legung. Spür hinein, ob es deine Legung ist. Wenn ja, dann freue ich mich, dass ich dich hier mit den Karten unterstützen konnte. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann nicht auf jeden zutreffen. Falls du eine private Lesung noch von mir haben möchtest, also eine Kartenlesung oder ein astrologisches Reading oder auch einfach nur eine Beratung, weil du dir unsicher bist, dann darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Glück und ganz viel Vertrauen in dich selbst. Tschüss.